Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, in der letzten Folge habe ich ein klein wenig gelogen, allerdings unabsichtlich. Ich habe ja gesagt, dass es in dieser Folge mit dem normalen Let's Play weitergeht. Aber ich hatte noch die ein oder anderen Gedanken, die ich gerne mal kontrolliert hätte. Und deswegen habe ich mir wieder Unterstützung geholt, nämlich den. Von dem Epi. Nämlich den von dem Epi. Der ist heute noch nicht so ganz wach. Nein, ich habe hier gerade irgendein. Warte mal eben. Oh, was ist das hier? Ich habe so einen Ton hier drin gehabt, da habe ich nichts mehr gehört gerade. So, jetzt bin ich fast da. Muss doch Ich was essen. ja, ich wollte gerade sagen, ich guck mal eben. Ach, das ist gegrillter Fisch. Ja, stimmt, bei dir hatte ich Fisch gemacht. Aber die anderen Fische, die kann ich mal eben weglegen hier. Damit wir noch ein bisschen Geld dazu bekommen. Ist nicht so viel, aber immerhin 96 Euro. 96 Euro wären auch schön, aber Also ich 96 brauche Gold mehr. auch was zu essen. So, du wolltest nichts holen, deswegen nehmen wir jetzt auf. Also du bist ganz ruhig hier. Ich lese mal kurz durch. Tisch. Tisch hat uns Sonnenblumen geschickt. Oder? Oder sogar den. Moment. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke gleich mal eben nach. Da steht was mit Homestead. Also ich denke mal, es sind Sonnenblumen, also fertige. Wenn ja, muss ich die direkt mal eben hinstellen. But I have an idea of how they can get better and better. I made some for the furniture that's in the inn. Okay. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie auch wieder neue Vorlagen, die wir uns holen können. Da muss ich dran denken, wenn ich wieder aufnehme. Also Meinst du bei alleine Tisch aufnehme. oder was? Tisch hat Vorlagen, ja. Ja. Und ich Ja, habe ich. ausnahmsweise mal eine deutsche Nachricht von Hodari. Er lernt ein bisschen Deutsch. Die Ja, ich Wahl glaube, die von. haben da was abgedatet jetzt. Na, nicht wirklich. Tisch und ich weiß nicht, wer der andere jetzt. Nee, das war zweimal Tisch, glaube ich. Es war zweimal auf Englisch. Ja, gut, ein bisschen was haben sie vielleicht abgedatet, ne? Also, dass ein Teil auf Deutsch ist. Die Wahl von dir wird schon langweilig. Komm vorbei und ich werde dir Geheimnisse der Reparatur beibringen. Und vielleicht etwas Besonderes, das du mit deinen Silbererz machen kannst. Das ist schön, Hodari. Leider habe ich das, glaube ich, schon in der letzten Folge gemacht, wenn ich mich nicht irre. Kommt ein bisschen spät. Ja, ich wollte jetzt mal eben gucken. Vielleicht kriege ich das auch alleine hin. Der Epi ist da, den kann ich zur Gruppe einladen. Moment, Ich auf hab den das, ich hab. Server einladen muss ich auch noch extra. Nee, Das ist ich ja hab das. doof. Was? Wir können dich nicht synchronisieren. Warum nicht? Nicht auf derselben Karte. Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, es fängt schon gut an. Also, ich bin ganz ehrlich dafür, dass die so ein Trara da drum gemacht haben, dieses tolle MMO und dass man zusammenarbeiten kann und alles. Da merke ich im Moment noch gar nichts von. Vielleicht wird es besser nach der Beta, ne? Aber im Moment merke ich leider noch nichts davon. Du kannst nur alle 30 Sekunden auf den Server einladen. Ja, toll. Aber in der Gruppe sind wir auf jeden Fall schon mal. Ich kann ihn nur nicht sehen, weil hier drin kann ich ja nichts sehen. Ich probiere es jetzt nochmal. Ja, es fängt auf jeden Hör Fall nicht. sehr gut an. Wenn das nicht klappt, dann. Ja, wie soll das jetzt gehen überhaupt mit Ja, dem? ich gehe mal aus dem Homestead hier, aus dem Haus raus. Mal Kannst du gucken. mal zu mir porten? Vielleicht porte doch mal in Mainz rein oder ich porte zu dir. Verbindung nicht. Oh, es geht schon wieder gut los. Es gab ein Problem mit Ihrem Platz in der Warteschlange. Bitte versuchen Sie es erneut. Okay, diesen Fehler hatte ich bisher noch nicht. Der kam jetzt erst seit dem Update. Immer wieder schön, neue Fehler zu entdecken. Das ist ein bisschen sarkastisch gemeint. Also nicht wörtlich nehmen, bitte. Aber es ist komisch, ich bin doch hier. Ich bin aber außer. Ach Aber so. Nee, du bist nee, ich nicht kann dran. wieder reinlaufen. Ich komme nicht raus. Die haben mir jetzt bitte nicht schon wieder eine Sperre verpasst, dass jetzt wieder ein Großteil der Leute alle zu Hause bleiben müssen. Dann kriege ich die Krise. Vor allen Dingen wollten wir jetzt natürlich gerade etwas zusammen machen. Ich versuche mal in dein Haus reinzukommen, aber es wird wahrscheinlich dann auch nicht klappen. Mach mal, Ich habe gerade ich weiß nicht. 96 Gold bekommen. Bin ich jetzt in deinem oder mein? Ich glaube, ich bin. Nee, nee, ich bin in deinem Haus drin. Ja, wieso hast du Wieso jetzt. kriege ich in deinem Haus das Geld, was ich bei mir kriege? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Bist du. Doch, du bist zu Hause. Ja. Okay. Also, zu Hause beim Haus vom anderen ist es okay.
Da kann man zwar nicht zusammenspielen, aber man kann nebeneinander herlaufen. Das ist dann die große Verbesserung von Palia. Und wir sind jetzt aber im Lockdown. Also wir dürfen uns nur gegenseitig besuchen. Wir dürfen jetzt nicht in die Stadt, so wie es aussieht. Gut, dass ich meinen Fisch noch nicht gegessen habe. Bist du jetzt im Haus und kommst nicht raus, weil du nicht willst? Ja, weil ich koch gerade was. Hallo, ich koch gerade was. Ich beobachte dich beim Kochen, ob du die Wahrheit sagst. Ich sehe sogar, was du kochst. Echt? Gemüsesuppe. Da steht Stier. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber hast du eine Stiersuppe gemacht? Ja. Weil ich wollte mal mich hochleveln, aber das dauert unheimlich lange. Ja, da du ja keine für mich machen kannst, die du mir geben kannst, das ist ja wieder alles so. Ich muss noch Rezepte kaufen, ne? Das ist echt abartig. Jetzt haut er einfach ab, will er mich hier veräppeln. Erst komme ich zu dem, er sagt, komm zu mir, mein Schatz, ich zeig dir mein Heim und dann machen wir das und dann haut er einfach ab. Dumm Sau. Dieser Dumme, ne? Wieso? Ich wollte gerade sagen, wieso hast du hier ein Loch im Zaun, aber ich glaube, das hast du vorher auch schon. Das heißt, ich kann jetzt nicht, also ich kann jetzt, du meinst, wir können nicht rausgehen oder was? Ich weiß es nicht, wir können mal versuchen, ich bin ja anscheinend in deine Ebene jetzt geportet. Ja. Wir können mal versuchen, ich hatte auch nur 15 vor mir, also es dürfte nicht problematisch sein. 5 habe ich jetzt. Nee, Verbindung nicht möglich, steht da. Es gab einen Platz mit ihren, ein Problem mit ihrem Platz in der Warteschlange. Ah, toll. Hast du das jetzt auch? Ja. Ich gehe wieder zurück. Ach. Dann angle ich jetzt ein bisschen hier und verdiene Geld. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich sag mal, da müssen dann die Leute nicht zuschauen. Das ist dann ja langweilig. Nee, das ist langweilig. Wenn ich nur neben dir stehe, kriegst du dann trotzdem Buff? Oder muss ich mit angeln? Das weiß ich nicht. Also ja, guck mal. Hast du oben links dieses mit dem Pfeil nach oben? Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich tatsächlich zusammen angeln. Warte mal, ich probier's mal. Achte da mal drauf, ob das kommt. Weil das ist zumindest was wir nochmal testen können. Ob das jetzt auch ist, wenn einer nur daneben steht. Jetzt habe ich das drin. Du auch? Wie sieht das denn genau aus? Ja, so ein grüner Kreis. Ein Mensch macht High Five mit einem Fisch und da ist so ein grüner Pfeil nach oben. Nee, das habe ich nicht. Hä? Das musst du aber doch auch sehen. Vor allen Dingen. Ah, doch, jetzt, doch, jetzt habe ich es gesehen. Als du deinen Fisch gefangen hast. Also als du den rausgeholt hast. Ja, das kann sein. Du hast, glaube ich, auch gerade den Fisch rausgeholt, ne? Als das bei mir reinkam. Ja, jetzt ist es aber dauerhaft drin. Also jetzt sehe ich, dass wir zusammen was machen irgendwie anscheinend. Vielleicht muss man das erstmal einmal aktivieren. Aber es ist trotzdem blöd. Wir können das. Also ich will dir jetzt nicht hier alles wegernten. Falls das. Ach so, das geht wahrscheinlich gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Ich kann es gleich mal kurz probieren, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es geht, nee. Warte mal, ich probiere das mal kurz hier an so einem kleinen Busch. Ob ich da irgendwas mit machen kann. Doch. Ach nee, aber das geht dann in dein Inventar, oder? Weiß ich nicht. Was machst du denn da? 5 Pflanzenfaser und Splintholz. Ging das jetzt in dein Inventar? Nee, ich habe nichts gesehen, dass es zu mir ging. Nee, stimmt. Das ging gerade in meins. Das heißt, man kann zu anderen und dann einfach da alles abholzen oder was? Das ist ja scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Also das ist... Aber warte mal. Was machen wir gleich nochmal? Warte mal, wir gucken mal, wenn du einen da abholzt, ob der dann für mich auch weg ist, wirklich. Also ob das wirklich ja, du kannst mal eben, wenn du den geangelt hast, hinter mir gucken. Direkt hier vorne am Zaun irgendwo habe ich den weggemacht. Ich habe auch nur so einen kleinen, also der hat mir auch nur ein Holz gebracht. Ne? Das heißt, der hätte dir auch nicht viel gebracht. Komm mal mit, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, hier irgendwo war das. Liegt da zufällig irgendwie Loot für dich oder so? Nein. Mach den mal hier weg nochmal. Kann natürlich auch sein. Warte mal, ich nehme das jetzt mal extra nicht auf. Wenn du das nimmst, solltest du wechseln. Ich sehe es gar nicht. Du siehst es gar nicht. Nee. Ja, dann nehme ich das jetzt auf. Das ist ja dann. Also 6 Pflanzenfaser und einmal Dings habe ich bekommen. Ja, Holz. Ja, aber das ist doch richtig scheiße. Dann kannst du einfach so zu anderen reingehen und denen das weg... Oder ist das jetzt eventuell, weil ich diese Berechtigung... Hattest du die noch drin? Ach so, ja, ich habe dir die Berechtigung gegeben. Ja klar, die ist noch drin. Stell die mal eben aus.
Das ist jetzt nur ein bisschen blöd, ne? Weil wenn ich das jetzt testweise bei dir alles abhacke. Du bist Editor. Jetzt mache ich dich mal wieder nur auf Besucher. Bearbeiten Sie die Berechtigung, die auf Besucher festgelegt ist, glaube ich, stand da gerade. So, jetzt, wo bist du jetzt? Hä, jetzt bist du weg. Hä? Wo bist du? Ah, ja, ich bin hier. Ich kann immer noch hacken, aber es tut sich nichts. Also ich hau dagegen, aber es tut sich jetzt nichts mehr. Dann ist das wegen der Berechtigung jetzt gewesen. Ja. Boah, ich dachte gerade schon. Naja, warum kann ich den nicht hauen? Ich kann auch nichts mehr hauen. Hä? Oder die kann man nicht weghauen. Ich ja, aber vielleicht, weil der ganz außen ist. Das kann sein, ja. Dass der irgendwie deko ist hier. Oben links sehe ich übrigens, das müsstest du jetzt auch sehen, sehe ich gerade, wie dieser Buff abläuft von dem zu zweit Angeln gehen. Ja. Das läuft dann ab. Also das ist wohl, weil wir uns jetzt nicht mehr hier in der Angelstelle befinden oder halt nicht mehr angeln. Nee, ich weiß, weil wir nicht mehr angeln. Aber das ist, ich meine, das sind ja alles so Sachen, wo wahrscheinlich keiner groß drüber nachdenkt, aber die ja eigentlich jeder wissen möchte, behaupte ich jetzt mal. Also wenn man mit anderen zusammenspielen möchte. Und ganz ehrlich, ich persönlich, ich weiß natürlich nicht, wie es letztendlich aussieht, weil es ist halt noch eine Open Beta, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Es kann sein, dass die das noch verändern, es kann sein, dass die es gerne anders hätten, aber noch nicht genau wissen, wie sie es hinkriegen. Ist alles möglich, ne? Es ist ja weder ein Early Access, sondern es ist auch eben, wie du schon sagst, ja, ein Open Beta. Eine Beta ist halt nicht fertig. Ja, Early Access ist, glaube ich, sogar noch nach der Beta, ne? Wie war das? Ja, es sieht man anders. Das Spiel ist eigentlich ziemlich weit. Aber ja, diese Beta, die kann ja auch noch sehr fehleranfällig sein halt. Ne? Was ja, du merkst es an den Übersetzungen, die ist halt, dass es nicht fertig ist komplett, ne? Ja. Das sind so Sachen, ich habe so ein Spiel gehabt, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Da, ach, das bist du doch, glaube ich, auch mit drin gewesen, oder? Da spielst du so kleine Tiere, sage ich jetzt mal, und du baust dir deine eigene Verkaufsstation auf, läufst dann über die Insel, hilfst den anderen mit kleinen Quests und so. Ich muss das echt unbedingt mal weitermachen, ich fand das total süß. Aber ich habe es dann auch irgendwie, weiß ich nicht, dann haben sie gesagt, die wollen ein Update machen, dass das komplett auf Deutsch ist. Und dann war es aber anfangs nicht komplett auf Deutsch, sondern so, naja, mal so, wie es halt hier jetzt auch gerade ist, ne? Also so ein paar Sätze auf Deutsch, die anderen dann größtenteils wieder nicht und so. Ich habe einen Stiefel gefangen, juhu! Ja, den habe ich auch hier rausgeholt schon. Das war, glaube ich, mein erster Versuch. Bestimmt. Ja, das aber kann den natürlich sein. Ich habe ihn mal ins Haar getan, weil ich wusste nicht, ob ich den nochmal brauche, weil irgendwelche wollen ja immer so komische Sachen haben. Also das Steuerrad habe ich schon zweimal jemandem gegeben. Jemanden? Nicht immer den Bürgermeister dann? Ne, der Bürgermeister und noch jemand anders wollte das Steuerrad haben. Okay, ja, ich glaube, ich habe noch zwei bei mir drin, aber die restlichen habe ich dann alle weggetan, ja, weil ich die öfter habe dann welche weggetan, ja genau, ja. Ich muss auch mal eben gucken, warte mal, ich wollte doch eigentlich, bevor ich irgendwas mache, was essen. Aber wir gucken gleich nochmal, ob wir rausgehen können, sonst gucken wir gleich nochmal. So. Die Fische verballere ich jetzt noch nicht zum Essen, weil wenn das jetzt doch nicht funktioniert mit dem Rausgehen, dann bringt das natürlich nicht allzu viel. Ja, es ist trotzdem alles irgendwie schade, weil man will den Leuten ja auch was zeigen oder beziehungsweise die Leute wollen halt eben auch gerne wissen, also die meisten, denke ich mal. Ich glaube, ich habe auch den Schuh. Funktioniert. Ja, ich habe ja, auch stimmt, den Schuh. Ja, stimmt, das ist der zweite. Oh, warte mal. Was? Freundschaftsanfrage hinzugefügt? Ja, das war nicht von mir. Ich kriege auch immer von irgendwelchen Leuten Freundschaftsanfrage. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Nimmst du die an oder? Na, ich weiß nicht. Ja, ich ja, weil ich denke, dass wahrscheinlich auch einige von der Community dann da drin sind. Deswegen, also ich weiß, eine ist auf jeden Fall vom Channel, also von der Community, sag ich mal allgemein. Wie heißt der? Triss. Und da war noch einer mit dem gleichen Nachnamen, mit Merigold, oder wie war das mit dem Hinter? Ich weiß nicht, ob die Hexe jetzt auch Merigold hieß mit dem Nachnamen. Ich müsste Fabian dazu fragen, der weiß das besser. Aber da habe ich mir gedacht, hallo, ich wollte eigentlich angeln. Nein, oh, was mache ich denn hier? Ey, angeln kann ich. Ich kann nicht angeln und gleichzeitig reden, habe ich das Gefühl. Nein, das ist mir schon klar. Ja, da habe ich jetzt ernsthaft gedacht, das könnte vielleicht jemand sein, der dann aus der Familie ist und einfach den gleichen Namen gemacht hat, weißt du? Oder ein Pärchen oder so, die halt den gleichen Nachnamen gemacht haben. Es kann auch sein, dass es einfach nur totaler Zufall gewesen ist. Ich habe keine Ahnung. Nur ich bin ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht an den Rechten gelegen hätte, mit dem Abholzen jetzt eben, was wir getestet hatten, dann hätte ich alle rausgeworfen, außer dich und Fabian. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn ihr...
Ich sag ja, nicht reden und angeln gleichzeitig. Und aufpassen, was ihr für Rechte gebt hier. Ich wollte eigentlich sagen, wenn ihr irgendwann mal aus meiner Freundesliste rausgeworfen werden sein solltet, tolles Deutsch, ist das nicht böse gemeint, sondern weil es vielleicht Probleme mit den Rechten gibt oder so. Das hört sich komisch an. Nein, weil die Gameplayerin euch alle hasst. Ja, genau, ich hasse alle auf der Welt, außer Mama, außer, oder wie war das immer? Genau. Alle Schlampen außer Mutti. Nein, aber das ist dann wirklich aus Selbstschutz, weil ich brauche wirklich die Ressourcen bei mir. Ich habe die extra bei mir so stehen, falls ich draußen mal nichts finde, aber ganz dringend irgendwas brauche für eine Quest oder so, dass ich die bei mir dann noch abbauen kann. Und wenn das jetzt mit den nicht an den Rechten gelegen hätte, weil den anderen habe ich natürlich jetzt keine Rechte gegeben bei mir. Die können zwar reinkommen und alles angucken, aber die können halt nichts machen. Und das wird auch so bleiben, bin ich ganz ehrlich. Ja, weil ich niemanden vertraue, nicht mal dem Epi. Das stimmt. Warum, hast du jetzt auch drei verschiedene Fischsorten hier bekommen? Also einmal den Glückskoi, dann diesen kleinen Fisch und dann den knurrigen Koi habe ich bekommen. Ja, das sind aber, glaube ich, die, die ich sonst auch... Hundsfisch habe ich gerade bekommen. Ja, der Hundsfisch ist der kleine, genau. Ja, warte mal, ich habe den Glückskoi, nochmal Glückskoi, das sind beides ohne Stern, aber die... Achso, du kannst nur fünf von denen... Ach du Schande, deswegen ist das beim Angeln so schnell voll. Du kannst nur fünf Fische auf einen machen. Ja. Den knurrigen Koi, den hatte ich ja auch schon mal öfter. Den Hundsfisch, den hatte ich auch schon mal. Und ich meine beim letzten... Ach nee, das nennt sich jetzt gegrillter Fisch. Ja gut, da weiß ich jetzt nicht, was das für ein Fisch war. Vielleicht sehen dann alle Fische nachher so aus. Ja, wir müssen ja, nochmal vielleicht zusammen jagen, dass wir das mal testen. Ja, ich wollte ja aber alles aber wir kommen testen. Ja nicht raus, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier von Palia so einen Lockdown aufgelegt bekommen, ist das natürlich doof. Dann mache ich jetzt eine Folge, Epi und ich im Lockdown. Ja, das ist doch scheiße, sowas. Oder wir müssen uns immer ausloggen beide. Das ist nur ein Log, vielleicht ist es dann weg. Ja, aber ich glaube nicht. Das war ja bei dem anderen auch nicht. Also das gab da ja auch keine Probleme. Also ich angel den... Nee, warte mal. Oben der Buff läuft generell ab. Siehst du das? Ja, ja. Aber immer warum eigentlich steht bei mir dran. Ja, wahrscheinlich ist das fünffacher XP-Wert. Ich weiß nicht. Aber dafür kriege ich sehr wenig. Also ich bin ja, immer aber noch meine auf 5, Angel, wie ein Drittel. 5, 3 Viertel ist meine Angel. Ja, aber du hast die verbesserte Angel schon, oder? Von der Optik her. Ja, ich darf ja, nicht ja. auf deine Angel gucken und den Fischangel, ich sehe es schon. Ja, ja, und den Haken habe ich auch gemacht immer, aber den Haken, der verschleißt der, den muss man immer wieder neu machen. Ach, die Angel nicht? Oh, Itembrocken, mein Haken. Ich sag's gerade und schon ist mein Haken gebrochen. Hm. Aber den hättest du doch theoretisch auch reparieren können, oder nicht? Nee, den Haken nicht. Den muss man aber. Kostet der denn viel? Ich habe den zwar schon. Ein Kupfer, glaube ich, und irgendwas anderes noch. Ja, für mich ist ein Kupfer viel, weil ich krieg fast nichts. Gerade seit der Open Beta kriegst du draußen fast gar nichts mehr, ist mir aufgefallen. Ich hatte mal ein oder zwei Runden, wo es wirklich gut war. Wo ich da noch mal einiges bekommen habe. Aber wenn du dir jetzt überlegst, fürs Kupfer brauchst du, glaube ich, 5 Kupfer, um einen Kupferbarren zu machen, oder wie war das? Und das ist viel. Weil, ja, du kriegst halt, du musst schon die verbesserte Spitzhacke haben, sonst kriegst du nicht viel ja, raus. Toll. Ich brauch Leder dafür. Das habe ich gerade nicht mehr. Das habe ich verbraucht. Das Zenup-Verstecken-Zeug da. Mach mal eine Anfrage. Fell. Ja, aber. Eine Anfrage an. Es geht ja nicht an Freunde, ne? Nee. Nee, generell eine Anfrage, aber hab ich ja gemacht. Also Leder hätte ich noch. Die Frage ist nur, kann ich von hier aus? Doch, eigentlich geht das über das Personenmenü, oder? Über Inventar, meine ich, konnte ich doch Fragen beantworten. Wir konnten uns ja nichts geben. Nein, aber wenn du eine Anfrage schickst, ich konnte ja gestern keine Anfrage... Moment. Mach mal O. Ich wollte... Ja, jetzt ist es weg. Hör mir doch mal zu. Nein, jetzt ist es weg. Wie gesagt, ich wollte den Buff oben noch nutzen. Du lässt mich ja nicht ausreden. Ja, siehst du, jetzt habe ich auf dich... Ah nee, Moment, hier kann ich es auch machen. Machst du O und dann Anfragen von Freunden gibt's da. Ach so, nee, das muss ich aus der Kiste rausnehmen. Aber ich konnte hier doch auf meine Kiste zugreifen, ne? Ja, ja, das war deine, wenn du die öffnest. Das war nicht meine. Nee, ich konnte die nicht öffnen. Ah nee, das... Quatsch, das ist die Verkaufskiste. Wo sind deine Kisten hier? Überall mal welche verteilt. Hast du drei angefragt? Ja. Leder, ne?
war das. Ja, ja. Dieses Hab ich 12 Stück von, aber ich glaube, ich hatte noch welche drin, weil ja, ich brauche die eigentlich für eine Quest, wenn ich die jetzt gebe, ne? Und ich kann die Quest nicht mehr machen. Das Problem ist, wenn wir hier nicht rauskommen, können wir natürlich auch keine mehr holen, weil ich weiß, wo ganz viele sind, wo man die gut farmen kann, aber... Ja, ich hab's bekommen. Nö. Echt jetzt? Was? Nee. Hä? Warte mal, nee, Redo. Ach, ein anderer hat das gemacht. Die Sau! Ich hab das gerade rausgenommen und wollte dir das schicken. Ihr könnt doch nicht einfach dem EP irgendwas schicken, was ich gerade ausprobieren wollte. Ja, diese Reden, nachdem mich als Freund geedet hat, die hat mir das geschickt. Echt jetzt? Ja, ja. Auch nicht schlecht. Ich dachte, das wäre es von dir gewesen, oder? Oh gut, war es nicht. Hm. Ja gut, dann... Ja, dann mache ich mal den Stiefel da rein. Ich weiß nicht, ich suche mal einen als... Als Stiefelersatz. Die Sachen, die ich jetzt bei dir... Ach so, ja, ich kann ja auch jetzt den Blumenkübel nicht aufstellen. Aber den lasse ich erstmal im Inventar. Die Fische, guck du mal, stimmt, ob du nochmal rausgehen kannst. Guck mal, ob du rausgehen kannst. Ich denke mal nicht. Wieso macht der das jetzt nicht? Jetzt macht das weg. Das ist ja das gleiche Problem. Nee, kommt sofort. Das ist das gleiche Problem, was die schon mal hatten. Wahrscheinlich haben sie jetzt einen alten Fehler mit eingespielt. Und die meisten Leute kommen jetzt wieder nicht mehr rein. Das ist... Das Problem ist ja, dass... Vermute, dass das so eine Art Begrenzung... Jetzt habe ich schon wieder den Buff, hä? Aber mal zwei jetzt. Ne, mein Buff läuft gleich aus, der 5 war gleich weg. Ja, vielleicht, weil ich die Angel kurz weggelegt hatte. Dass der deswegen jetzt nochmal neu kommt. Ne, der läuft... Ja, kann sein. Oder der hat so einen Cooldown, dass der dann für eine Minute nicht mehr ist und dass der danach dann... Aber eben hatten wir doch mal 5 oder sowas, oder nicht? Ja, ja, ich habe nochmal 5, aber der läuft jetzt aus. Ja, ich habe jetzt mal... Moment, ich sag dir das, wenn ich den Fisch geangelt habe. Sache, ich sollte nicht da gucken und da. Man kann es nicht richtig lesen, aber ich. Nee, es ist, glaube ich, mal 3, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe jetzt gar keinen mehr. Mein Buff ist weg. Ja, dann warte mal eine Minute. Kann sein, dass du danach dann wieder einen neuen kriegst. Es kann natürlich sein, dass du dann beim ersten mal 5 hast, beim zweiten mal 3 und vielleicht dann nochmal mal 2. Nee, jetzt habe ich gar keinen mehr. Oder du musst wirklich erst was anderes machen, weil ich war ja jetzt kurz an der Box und so dran. Oder ins Menü gehen oder irgendwas. Ja, jetzt habe ich einen Buff wieder, aber der. Jetzt habe ich wieder einen. Warte mal, jetzt habe ich mal 4. Hä? Ja, der erhöht sich immer wieder, aber dann läuft er auch ab. Also meiner ist jetzt gerade ganz am Anfang. Ja, jetzt habe ich mal 5. Ach so, je länger du da miteinander angelst. Ja, ich denke mal, der wird wahrscheinlich immer höher werden. Meiner ist nämlich auch gar nichts im Moment. Der hat gar keine Zahl drin stehen. Ist eigentlich ja nicht schlecht. Wobei ich nicht merke, sagen wir es mal so, dass das jetzt irgendeine Auswirkung darauf hat, wie schnell oder nicht... Ach so, jetzt habe ich wieder... Warte mal, da müsste ich den Fisch nochmal eben essen. Wie schnell oder nicht schnell... ja, meine XP da hochgehen. Ich denke mal, das ist ja für die XP dieser Buff. Ja. Nehme ich mal an. Jetzt habe ich mal 2. Ja, ich habe mal 5, aber das läuft halt... Aber ich muss auf meine Angel aufpassen. Läuft das langsamer ab? Das Problem ist ja, er zeigt dir nicht an, wenn die wenn die kurz vorm Ende ist, sondern die ist dann einfach kaputt. Ja, bei der Spitzhacke habe ich es ja leider verpeint. Habe ich auch bei der ersten. Bei der ersten Axt. Bei der Axt habe ich das so schön erzählt. So von wegen, ja, der Epi hat mir erzählt, dass das, dass sich das abnutzt und so weiter. Und im nächsten Moment, ich habe aufgehört zu schlagen, aber die hat noch einmal geschlagen. Ja, und im nächsten Moment war die dann kaputt. Ich habe mir nur gedacht, scheiße. Und bei der Spitzhacke, die war eigentlich gar nicht so weit runter. Aber irgendwas muss wohl passieren. Ich habe das Gefühl, je besser die Sachen sind, die du damit reinholst, also die du aberntest, umso mehr geht davon Verschleiß davon. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ich sollte wirklich mal einen Tag... Ich meine, ich bin ja schon froh, dass wenn wir mal wieder alle im Lockdown sind, so wie heute. Heute ist Samstag übrigens, der... ich darf nicht gucken. Der 12.8. Das nur so zur Info. Das heißt, vor... nein, ich sollte nicht auf den Kalender und gleichzeitig den Fisch reinholen. Auf den Kalender gucken. Das heißt, mit anderen Worten, vor 2 Tagen ist die Open Beta gestartet.
Ja, also entsprechend kann man hier nochmal mit einem Ansturm rechnen, dass nochmal noch mehr jetzt erst anfangen, die freitags vielleicht keine Zeit hatten zu spielen oder so. Angeln auf Stufe 6. Aber mich hat es gewundert, dass zu der Open Beta zu dem Tag nicht so schlimm war. Also da konnte ich ganz normal... Bis 11. Ist mir aufgefallen. Ja, ja, ich habe hier extra mir das, den Tag quasi freigenommen. Hab dann gesagt, okay, ich probiere es so lange noch aufzunehmen, wie es geht, bis 11. Und dann habe ich doch diese 2100 noch was vor mir gehabt. Okay. Was dann so richtig geil war. Ja. Also ich habe jetzt fast 1000 Gold, kriege ich aus der Kiste Gold. Und das nur wegen dem Fischen fast. Ja, ich werde ein oder zwei gleich nochmal machen, damit ich wieder ein bisschen XP kriege. Weil ich habe die jetzt, die laufen so schnell ab, diese XPs. Das ist... Ich verstehe es aber auch nicht. Und ich merke keinen Unterschied, ob ich die XPs jetzt zusätzlich habe, also durch dieses Gericht, oder ob ich sie nicht habe. Deswegen, naja. Ja, das ist ja dein Fokus. Der läuft ja oben runter, das hieß ja. Ja, aber das geht so schnell. Der ist jetzt schon wieder leer. Und ich habe vor noch nicht mal einer Minute oder so, habe ich den erst gegessen. Ja, du, wie hoch war denn deiner? Meiner ist auf, wie hoch ist denn dein Fokus? Wenn du gegrillten Fisch isst, 50. Lass mich doch mal ausreden. Dein Gesamtwert, was kannst du maximal an Fokus haben? Maximal weiß ich nicht. Ich esse einen Fisch, ja, das ist 50. Nein. Doch. Guck doch mal bitte in, auf I und guck mal bei dem Balken, was da steht. Da steht so und so viel von so und so viel. Auf I sehe ich... Ach doch, hier unten. Ja, jetzt ist natürlich 0, weil er ja gerade abgelaufen ist. Oh, ja, ich bin Level 19. Das ist, man hat Level, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. mit jeder neuen Stufe erhöht sich dein Ansehen... entspricht dem Gesamtwert aller deiner Fertigkeitsstufen. Ach so, mein Level steigert sich nur, wenn ich grinde quasi. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Also das haben sie richtig, richtig schlecht gemacht, bin ich ganz ehrlich. Weil es gibt viele Leute, die keine Lust haben, einfach die ganze Zeit nur zu grinden. Also ich kenne niemanden, der überhaupt Lust darauf hat, sagen wir es mal so. Ja toll, jetzt ist mein gegrillter Fisch... Hat einen Stern bekommen. Wieso hat der einen Stern bekommen? Jetzt muss ich den verkaufen. Nein, musst du nicht. Du kannst zwar essen. Hallo, der gibt 69 Gold. Ja, aber der gibt und wenn, mehr wenn ich den verkaufe, sind die irgendwas mit 23 alle. Dann nehme ich lieber 9 und grill den. Von 250 übrigens, nur mal so nebenbei. Dein Fokusbonus beträgt 40%. Diesen Wert kannst du erhöhen. Das war ja die Sache mit dem Drachen, indem du bei Schreien Ansehen aufwertest. Ja. Aber habe ich richtig so verstanden, ne? Ich erhöhe den. Das heißt, diese 40% kriege ich mehr. Ja, kriege ich als Bonus sozusagen dazu, um meine einzelnen Fertigkeiten zu erhöhen, ne? Das habe ich richtig verstanden. Aber du hast mir jetzt immer noch nicht gesagt, wie viel du an Max-Wert hast. Wie ich eben gesagt habe, 250. Ja, und den kannst du erhöhen. Damit kannst du eben mehr einspeichern. Und ich esse halt dann immer ein paar Sachen mehr, bis der voll ist, ne? Dann hält der auch länger an, indem du zu dem Drachen, zu dem Schrein gehst, bei dem Drachen da drüben. Also das, was ich gerade vorgelesen habe. Genau. 40%. Ich dachte, dass du kriegst 40% mehr Erfahrung. Nein, du kriegst, musst 100 Punkte hier einsetzen. Und dann geht das höher immer. Hat's jetzt 100 oder 150 gesagt? 100. Weil ich meine, ich musste 150 das letzte Mal bezahlen, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Kann sein, dass es teurer wird jetzt. Das kann sein. Jetzt, also ich bin jetzt bei 500 Maximalwert. Und den hatte ich auch eben fast. Also ich habe so viel gegessen gehabt, dass ich wohl ziemlich weit oben war. Ach, ich kann dir nicht verkaufen. Nee, kannst du nicht im Moment. Oder du gehst zu dir mal. Kannst du nicht zu dir gehen? Wie geht's? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann wieder zu dir komme. Das ist das große Problem. Ja, aber du bist doch auch eben hier hingekommen und kamst trotzdem nicht raus. Naja, das ist alles ein bisschen... Oder weil wir in der Gruppe sind jetzt vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Das wäre aber dann richtig scheiße. Hä? Ich will nicht meinen Angelhaken, ich will essen. Hallo? Ich habe den Fisch ausgewählt. Ich will auch den Fisch essen. Was soll das denn schon wieder? Das ist öfter mal verbuggt. Ist dir das auch mal aufgefallen? Was, das Essen? Wenn du was ausgewählt hast, bei dir eine Leiste, also in dem Fall jetzt mit 2, dann wird das ja so ein bisschen nach oben geschoben, dass du das benutzen kannst. Aber ich habe das öfter jetzt schon gehabt, dass ich es gar nicht benutzen konnte, sondern dass der irgendwie die Aktion von davor oder irgendwas noch da drin hat. Und der hat mir jetzt gesagt, also wenn du die Angel auswerfen willst, glaube ich, musst du ja rechte Maustaste drücken wegen den Angelköder.
Das gleiche wie wenn du jetzt jagen willst oder so zum Beispiel. Dann kannst du ja auch rechte Maustaste drücken und kannst die Pfeile aussuchen, welche du nutzen willst. Wobei ich dummerweise immer die, die Kupferpfeile drin habe, die natürlich jetzt nicht so günstig sind. Ich glaube, ich habe einen Koi dran. Das finde ich übrigens ganz gut, dass du das schon von Anfang an sehen kannst, was da drin ist. Also, dass du den Fisch siehst. Oder das Steuerrad oder so. Glückskoi, ja. Jetzt bin ich auf 5,5. Also man merkt, es dauert wirklich wahnsinnig lange, bis man da mal so ein Level oder so gemacht meine hat. Meine Angel ist ziemlich kaputt. Also ich muss die gleich jetzt mal nochmal reparieren. Die habe ich eben eigentlich komplett repariert. Aber also viel, also die hält nicht so lange, finde ich. Also ey, was ich gerade überlegt habe, die dich geedit hat, vielleicht wollte die ja den anderen EP edden. Das kann auch sein, ja. Jetzt hat sie dir was geschickt statt dem anderen. Ja. Man weiß es ja nicht, ne? Das weiß man nicht. Du hast ja auch nur zu mir gesagt, du heißt Epi. Und dann habe ich ja einen Epi geedit. Ja, ich habe ja rausgefunden, wie die das ja jetzt machen. Das hat doch irgendeine erklärt, wo man aufpassen muss. Bei den kompletten Namen, das ist der Name, worüber du dann läufst. Also nur dieser Spitzname ist das, wo dich die NPCs mit ansprechen. Und deshalb, ja, das ich habe halt beides mit Gameplay. Ja, hätte ich auch machen sollen. Ich hätte einfach Epi oder und Epi schreiben sollen oder so. Keine Ahnung. Also das heißt, du heißt eigentlich Epi? Als Spitzname habe ich Epi. Achso, als Spitzname. Aber als ausgesprochenen kompletten Namen, der In-Game-Share-Name ist Epi der erste. Weil ich dachte ja, man kann hier mehrere machen, deshalb habe ich mal so eingenommen hier, aber na gut. Und ich dachte, der lange Name wäre nicht wichtig. Ich habe es also genau verkehrt rum gemacht eigentlich. Was ich nur komisch finde irgendwie, dass sich dann ein anderer Epi genannt hat, weil ja, oder ja. Der kennt dich vielleicht auch von YouTube oder so. Das kann natürlich auch sein. Nee. Ja, da war doch gerade was dran, aber ich konnte nicht ziehen, weil der nicht so unter Wasser war. Was war denn das? Ja, das hatte ich ja auch. Da musst du gucken, wenn es so ein komisches Geräusch gibt, dann musst du. Ja, du hast einen Schuh dran. Viel ja, habe ich eben, glaube ich, auch gehabt. Das sah zumindest ein bisschen so aus. Und dann war es direkt wieder weg. Ein Schuh! Tada! Ein durchnässter Stiefel. Du kannst ja echt die Schuhe anziehen. Ich habe den einen jetzt weggetan bei mir in die Kiste. Wenn man die wenigstens dingsen könnte hier. Hier so reinstellen oder so, ne? Oder verwerten irgendwie, ne? Ja, gut, du kannst halt für 2 Gold verkaufen. Ist nicht viel. Ja, 2 Gold, das verkaufe ich nicht. Also, wenn er jetzt die ganze Zeit durchnässt ist, denke ich mir mal, wird er auch nicht mehr so viel oder auch kein gutes Leder haben. Aber wenn ich mal so gucke, ich glaube tatsächlich, ja, der Stapel ist jetzt voll. Ich glaube tatsächlich, du kannst nur fischmäßig jetzt diese 3 Fische hier angeln. Weil wir sind jetzt so eine halbe Stunde ungefähr dran. Ja. Und ich konnte nichts anderes bisher angeln. Außer einen Schuh. Und ich meine, ich habe auch mal ein Steuerrad bei mir zu Hause hier geholt. Also das Angeln ist etwas verbuggt. Es kam gerade wieder. Wie das Angeln ist verbuggt. Vielleicht ist das nur bei den Schuhen. Ja, dass der nicht runtergeht und dieses Sichtbare macht, sondern dass der nur kurz ne, dieses Geräusch macht und dann direkt wieder weg ist. Kann das sein, dass gerade nicht viele spielen, weil es kommen keine Anfragen von anderen Spielern. Das ist total selten. Ich habe gerade mal eigentlich müssen jetzt viel zu viele spielen, deswegen haben wir ja wieder. Ne, ja, ich glaube eher, dass es komplett verbuggt ist, gerade das Spiel. Also es wundert mich nichts, zumal wir jetzt auch noch Wochenende haben. Ich meine, Samstagnachmittag, da sind die meisten wahrscheinlich dann, denke ich mir mal, online. Und da war es ja bis eben auch noch total schlechtes Wetter, ne? Bis vor einer halben Stunde oder so. Ach so, ich habe es ja auf dem Steam Deck installiert. Es läuft auch, aber das Problem ist, es hat ja noch gar keine Controller-Unterstützung. Und von daher ist es halt doof. Controller-Unterstützung kommt ja erst rein. Ich wollte gerade sagen, aber es soll wohl eine kommen. Also ich habe es irgendwo gelesen, dass was mit Controller... Stand. Ja. Aber ich habe auch nur, normalerweise habe ich 1000 oder so vor mir. Jetzt habe ich wieder nur 9 vor mir und der kackt direkt ab. Also ja. Das ist echt seltsam. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich angel noch eben meinen Buff runter, dass ich zumindest da noch mal so ein bisschen weiterkomme. Und dann auch entsprechend die Fische habe, die ich dann reinschmeißen kann, bevor ich mich komplett auslogge. Unser Experiment ist nicht ganz so gut gelaufen, weil ich glaube, ich nenne die Folge wirklich Epi und ich im Lockdown. Ja, kannst du wirklich so nennen. Ja, es ist
es ist mittlerweile schon fast alltäglich, will ich jetzt nicht sagen, aber man ist es jetzt schon gewohnt, weil es ist der dritte Tag, glaube ich, den ich jetzt im Lockdown verbringe hier im Spiel. Die ersten zwei Tage waren halt vor der Open Beta, da habe ich es auch nicht verstanden. Ich denke mal, dass das durch irgendeinen Fehler beim Update gekommen ist, weil es kam direkt an dem Morgen ein neues Update. Und ja, seitdem funktioniert halt gar nichts. Und da waren endlos viele Meldungen über Twitter, die alle das gleiche Problem hatten. Und die auch, viele davon haben das dann eben auch gepostet hier, was da für eine Fehlermeldung kam. Und die haben halt anderthalb Tage, glaube ich, gebraucht, bis sie das rausgekriegt haben. Deswegen, ich denke, am Wochenende werde ich wohl eher nicht mehr spielen können. Ja. Es sei denn, dass ich jetzt bei mir noch irgendwie Holz weghacke oder sowas. Ja, wobei das, wie gesagt, eigentlich meine Notreserve ist, ne, die ich da habe bei mir im Haus. Meinst du, so vom Gefühl her, du hast wahrscheinlich nichts davon gehört, meinst du, dass man diese zugeschüttete Mine, die hinten im Grundstück ist, dass man die irgendwann mal freischalten kann? Habe ich nicht gesehen bei irgendjemandem, der schon viel weiter ist. Also vielleicht ganz, ist das geplant auf spätere Erweiterung, die es aber jetzt noch nicht gibt halt, ne? Dass es irgendwann mal kommt, aber also gesehen habe ich es bei keinem bis jetzt. Also auch den Streamern, die teilweise wirklich schon sehr viel gekauft haben, hier das Gelände halten, also glaube ich fast alles, da war das aber auch nicht freigeschaltet, also da haben die nichts gezeigt von halt, ne? Ja, weil das ist immer noch so meine Hoffnung, meine große, große Hoffnung, dass man zumindest, was weiß ich, einmal am Tag eine begrenzte Auswahl hat, dass man 10 Haufen wegmachen kann, die kommen dann random, weißt du? Vielleicht mal Kupfer dabei, mal was anderes dabei oder so. Aber das wäre was, wo man sagen könnte, ja, man kann zumindest was machen und auch noch was holen. Gut, Tiere dann natürlich nicht. Auch wenn man halt mal wieder im Lockdown hier gesetzt wird von Palia. Ich meine, Angeln ist gut. Es ist auf jeden Fall was, was man dann auch machen kann, wenn man jetzt gerade die Zeit hat und nichts anderes machen möchte oder so, ne? Es ist auf jeden Fall was Gutes, damit man sich neues Geld holen kann, ne? Also auch natürlich Fisch, dass man den noch braten kann für später vielleicht. Aber auch, dass man sich neues Geld holen kann, wenn man schon nichts anderes machen kann in dem Moment, ne? Wenn man schon nicht rauskommt, so wie wir jetzt gerade. Aber noch geiler wäre es natürlich, wenn du dann deinen eigenen Zugang, weil es ist eine Mine, das kannst du sehen, die ist aber halt verschüttet. Ja, ja, ich kann dir das gleich nochmal eben zeigen, wenn du nicht weißt, wo das ist. Doch, ich weiß, wo das ist, aber ich wollte eigentlich gerade sagen, ob wir nochmal probieren, aus der Gruppe zu gehen und zu gucken, ob wir dann aus den Sachen rauskommen. Bist du, du warst doch vorhin, hast du direkt probiert rauszugehen, oder? Nee, ich habe dich erst in die Gruppe eingeladen. Weil damit kam ja diese Fehlermeldung für den Server und den ganzen Kram. Nicht, dass das irgendwie gesagt zusammenhängt, dass der jetzt nicht klarkommt damit. Weil ich, das ist halt schon komisch. Also, wobei das eigentlich nicht sein darf. Aber gut, das könnte man jetzt noch zu dem Beta-Bug, sag ich mal, ziehen. Geh mal raus aus der Gruppe, warte mal. Ja, mein Buff ist gerade abgelaufen. Aber dann werde ich hier entfernt, oder? Online? Das weiß ich nicht. Nee, noch nicht. Obwohl, ich könnte, ja gut, ich könnte natürlich auch ohne Gruppe zu dir theoretisch. Also ich habe die Party jetzt geleftet, du bist aber noch angezeigt. Ja, Moment, ich probiere jetzt mal rauszugehen. Jetzt bist du weg. Das dauert länger. Du bist weg. Ich hatte jetzt 5 vor mir, was extrem wenig ist. Und steht draußen. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir machen hier ganz schnell einen kleinen Cut und gucken dann in der nächsten Folge, wie wir aus dem Lockdown raus sind und das draußen alles mal testen. Bis zur nächsten Folge. Ja, ich sehe dich hier stehen. Ja, nicht bewegen. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.